Hallo, willkommen zurück willkommen zurück in Minecraft. Das ist das Part 2 von Minecraft-Spielen. Also Teil 1 habe ich aus Versehen schon früher die Aufnahme beendet. Eigentlich wollte ich ein Video machen, aber habe vergessen. Jo. Dann gehen wir jetzt mal zu /sw. Oder eher gesagt Swap. Top, schauen wir mal nach, was das Beste gab ist. Item. Was haben wir gesagt? Braucht man Sand, ne? Oh. Müssen wir nochmal woanders nachgucken? Wo ist hier Sand? Nirgendwo sein oder was? Aber warum hat denn niemand mehr Sand? Was ist denn da los? Ist der leer? Nee, zum Glück nicht. Der Mann ist Fritz mal wieder schon so gut im Bauen. Egal. Gehen wir mal wieder zu unserem Plot, oder zu meinem Plot, eher gesagt. Da war's dann. So, ist das wieder nachgefüllt? Beetroot haben wir noch. Wir haben ja eigentlich noch mehr. Wenn ich wüsste, wo das ist. Hier. Leitern. Also ich bin jetzt ehrlich zu bauen, welche zu craften, ne? Das sage ich schon. Da kaufe ich mir jetzt lieber welche. Also dieses. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Item. Gut, gut, gut. So, wo sind die Leitern? Da sind Leitern. Oh. Das wollte ich jetzt nicht kaufen eigentlich. Wieder zurückgeben. Wo sind die Leitern? Da glaube ich. Ladder. Eieiei. Ist da gerade jemand rumgelaufen? Nee. Okay, mal wieder zu unserem Plot. Oh, 4 Minuten läuft ja Aufnahme schon. Rein damit. Fackeln. Fackeln. Ja, wir wechseln gleich zu
zum Texture, zum Shader rüber. Weil dann zieht ihr mal, wie das aussieht ohne Shader so. Mit Shader meinte ich jetzt. Also jetzt sieht es ja noch so aus, ne? Jetzt nehmen wir mal einfach mal den Shader. Lass mal kurz noch warten. So, ich glaube, ihr seht es schon ein bisschen. So schaut es mit Shader aus. Hier ist halt was, also ich zeige das mal von oben. Oh, ist leider kein Tag mehr. Ja, also hier, wenn, ich glaube, das erkennt ihr so ein bisschen, hier wegen dem Mond. Hier ist hier halt das Wasser. Oder wo man es am besten erkennt, das sind auch noch hier. So, hier ist ein Huhn. Das ist Enterbrä. Da, guck. Das sind meine Enten. Enten, genau. Hühnerfarm. Die essen auch gerne was. Ich fütter die jetzt einfach mal ein bisschen. Na, ihr wollt auch was essen. So, Entschuldigung, wenn man meine Maus hört. Na, leider kein Huhn. Wer hat noch nichts gegessen? Du, ne? Du hast ja schon was gegessen. Ah, schon wieder nichts. Tja, dann gehen wir mal nach. Ah, ihr habt noch nichts gegessen, ne? Irgendwie habe ich immer Unglück. Woher kommt denn der auf einmal? Komm her. Essen musst du. So, denkt der, kommt ein Huhn raus? Oh, ein Babyhuhn. Das füttern wir jetzt ganz fleißig. So. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal die Weizenfarm hier fertig. Ne, Karottenfarm. Mal wieder Karotten angepflanzt. Oh, gleich pflanze hier auch nochmal. Ah, meine Kaktusfarm. Meine wunderschöne Kaktusfarm. Und bald wird auch, glaube ich, mein Landwirtschaftssimulator Let's Play geben. Von meiner Seite aus. Ja, haben wir hier noch Weizen drin? Warum ist es so überfüllt? Warum? Egal. Du musst halt einfach hier rein, würde ich sagen. Ja, passt nichts mehr rein. Tja, du mach mal das Weizen anpflanzen, würde ich sagen. Und danke, dass wir schon 6 Abonnenten haben. Ich bedanke mich dafür. Wenn ihr irgendwie so Trainspotter oder Spotter seid, ich kenne da so einen guten Discord-Account, Kanal, Server. Den tue ich mal in meine Bio verlinken. Damit ihr dann auch mal was zu sehen habt. Also, wenn ihr halt Spotter seid. Geht der Mond schon unter? Oh ja. Gleich kommt die Sonne von dort hinten auf. Dann sehen wir auch mal wieder besser was hier. Hier die ersten Strahlen vom Mond. Aber was ihr auch gerne tun könnt, ist slash vote. Dann müsst ihr halt einfach diesen Link da anklicken. Dann kommt ihr hier auf so eine Webseite, kann man die sehen? Ne, leider nicht. Dann müsst ihr dann hier, also wenn es geladen hat. Mein Griff geht sehr gut. Dann müsst ihr euer Spielername eingeben. Bei mir in dem Fall ist es jetzt Ghost-04.
Dann einfach ein bisschen auf Voten klicken. Dann steht da, du hast erfolgreich für deinen Server gewotet. Und dann müsste es in den Chat dann irgendwann kommen. Ja, da guck. Jetzt habe ich einen Vote Coin. Machen ihn noch hier schnell fertig. Dann müsst ihr einfach zu slash, also erst slash Vote Shop eingeben. Und dann halt den Vote Coin abholen. Dann müsst ihr zum Spawn gehen, das ist wichtig. Weil sonst könnt ihr es nirgendwo einlösen. Dann müsst ihr hier zu irgendeiner Kiste gehen, entweder hier, da drüben, dort oder dort hinten. Dann müsst ihr hier die Kiste anklicken und dann die Vote-Kiste anklicken. Dann könnt ihr es verschnellern, wenn ihr wollt. Und dann bekommt ihr halt hier ein Item. Zum Beispiel, ich habe gerade eine Diamantbeinschutzhose bekommen. Ja. Und wenn ihr hier einen Rechtsklick macht, dann seht ihr auch, was hier alles drin ist. Zum Beispiel die Vote-Hacke. Oder 40.000 Euro. Und ist Hashtag abgehoben. Das glaube ich für den. Also. Wie heißt der? Creeper Games. Ah, nee, glaube ich nicht. Abgegriffen, heißt er ja. Der Angel gibt es auch. Ich habe da glaube ich so eine Angel. Dann sind wir auch schon größtenteils mit dem Video fertig. Irgendwo. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich hier mal auf dem Plot besucht, wenn ihr Minecraft habt. Aber ihr müsst nicht, es gibt auch viele schöne weitere Plots. Zum Beispiel. Nein, nicht behelp. Ui, ui, ich habe hier Speed. Nee, also, ihr könnt ja auch slash ph und dann hier so out-dingsen. Also von selbst. Oder zum Beispiel jetzt hier. Hier kann man leider nicht rein. Oh. Aber wenn ihr irgendwie was braucht oder so, dann geht zu slash map item. Na, seid ihr, was gemeint ist. Ihr müsst slash sw item eingeben, sonst funktioniert das nicht. Und dann müsst ihr einfach, und dann könnt ihr hier was kaufen, was ihr wollt. Oh. Oh. Das ist dann auch wieder ein Nachteil von Shader, dass man da nichts sieht. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.